werden jetzt über Kreislaufwirtschaft und über Energie reden. Ich habe mir so überlegt, bei der Vorbereitung, dass eigentlich die Politik ja auch so etwas wie eine Kreislaufwirtschaft ist oder eine Kreisläufe, wo man gar nicht mehr richtig draus kommt. Und das ist so ein bisschen meine Frage an Bastien. Wie denkst du, dass solche Ideen der Grünen da in der Politik Erfolg haben können und nicht einfach im Hamsterrad gedreht werden oder dann ganz rausfallen? Ja, also das ist natürlich das Ziel unserer Arbeit, aber ich glaube, da hat Bernhard eigentlich hat das sehr gut gesagt. Gerade in diesem Thema hat sich natürlich schon viel bewegt und auch wenn es erst Deklarationen sind des Bundesrates. Solche Deklarationen hat es noch nie gegeben. Jetzt müssen natürlich die Maßnahmen kommen, aber ich denke, es geht voran. Gerade in diesem Thema geht es voran und Schritt für Schritt, das merke ich auch in der UREC, irgendwie ab und zu gewinnt man etwas, dann bekommt man wieder, geht es wieder ein paar Schritte zurück, aber insgesamt kommt man schon vorwärts, habe ich das Gefühl. Und ja. Von dem her schließe ich der Kreis. Okay, jetzt noch zu eurem Konzept. Das tönt natürlich super, Kreislaufwirtschaft, das ist quasi wie der Apfelbaum, der wächst und Äpfel und dann esse ich den Apfel und dann vielleicht noch lasse ich mein Geschäft unter dem Apfelbaum liegen. Ist denn eigentlich jeder Kreislauf ökologisch sinnvoll? Also könnte nicht auch ein Kreislauf, obwohl es geschlossen ist, eben zu schnell sein und zu viel Belastung für die Umwelt hinterlassen? Also, er muss eben geschlossen sein, der Kreislauf. Wenn er wirklich 100% geschlossen ist, dann ist es möglich, ein System zu haben, wo der Kreislauf sich schneller dreht, aber deshalb nicht die Umwelt mehr belastet wird. Also, es ist ja auch nicht so, dass wenn man mal 100% erneuerbar ist und alle Materialien ökologisch abbaubar ist, was möglich ist, zumindest also das zeigen auch einzelne Produkte, dann wäre auch ein gewisser Überfluss möglich. Das sieht man auch in der Natur. Die Natur ist nicht immer sparsam. Also ein Baum im Herbst, der gibt alles, oder? Und das ist schon, ich denke, was wichtiger an der Kreislaufwirtschaft, an dem Konzept ist, dass wir nicht nur sagen, was man nicht, wie man es nicht machen sollte, sondern eigentlich von Grund auf sagen, wie die Wirtschaft organisiert sein müsste, damit sie langfristig umwelt- und naturverträglich ist, oder? Okay. Und einfach noch eine Frage auf dem Schritt, auf dem Weg dahin. Gibt es auch das Phänomen des Rebound-Effektes, oder? Also jetzt machen wir Sparrunden, oder? Und wir kennen ja mittlerweile die menschliche Psyche, wir haben ja heute ein paar Mal schon gehört, ist es dann nicht einfach die Gefahr, dass das, was wir einsparen, doppelt nachher ausgeben und die Belastung steigt? Ja, also ich habe ja meine Doktorarbeit zum Rebound-Effekt gemacht, deshalb fällt es mir schwierig, hier jetzt einfach eine allgemeine Antwort zu geben, weil was sich zeigt, ist, dass je nach Situation die Gefahr des Rebounds ganz unterschiedlich ist. Aber was man grundsätzlich sagen kann, ist, wenn ein Produkt, der Rebound-Effekt ist eigentlich proportional zur Umweltbelastung des optimierten Produktes. Oder? Also wenn etwas besser wird, aber die Umwelt immer noch etwas belastet, wenn ich von dem mehr konsumiere, habe ich einen Rebound-Effekt für die Umwelt. Hingegen, wenn das Produkt 100% umweltfreundlich ist, dann gibt es eigentlich keinen ökologischen Rebound mehr. Weil auch wenn ich mehr konsumiere, belastet das die Umwelt nicht mehr. Okay, ein schönes Bild. Ich wünsche viel Glück dahin. Ich möchte jetzt Amadeus Wittwer fragen. Titel heißt ja Energieautonomie. Wie grenzt sich das gegenüber Autarkie ab? Wir nutzen weiterhin die bestehende Infrastruktur. Also das Schlagwort könnte sein, oder gemeinsam dezentral. Also wir schneiden nicht an unserer Haustür das Kabel weg, das schon bis zu uns führt, sondern wir nutzen das weiterhin. Aber wir nutzen es nur dann, wenn wir Überschüsse produzieren oder wenn wir am Abend notwendigerweise oder unbedingt noch Strom beziehen müssen für unseren Kühlschrank.
und das unsere Batterie vielleicht im Keller nicht leisten kann. Okay, aber was sind eigentlich die Räume für dieses dezentrale System? Wie ist das gedacht? Hört das am Rhein auf oder geht das noch auf Süddeutschland? Also das Stromnetz ist ein, also nebst Wasser, Ernährung, die wir zu uns nehmen, ist Strom wahrscheinlich etwa das viertwichtigste Ding, das wir konsumieren. Und dieses Netz, das hier ausgebaut wurde über die letzten 120 Jahre, ist super wichtig und ist ein schönes Bild, wie die Menschen zusammenwirken können. Nebst dem Internet ist das Stromnetz ein riesen schönes Bild. Ja? Und hier, das muss man nicht auflösen, das ist eine enorme Leistung, die hier geleistet wurde. Aber es ist auch ein Wohlstand erzeugt worden, damit dem noch nicht alle zugehören. Und wir haben die paar Planeten gehört und so weiter. Wir wissen, dass es nicht für alle möglich ist. Ja? Und darum heißt es nicht nur Substitution, also der Wandel der Quellen. Das heißt nicht nur Effizienz, sondern es heißt, und das ist das Schwierigste, die Suffizienz, also die Frage nach dem Maß, die Frage, wie gestalten wir unser Leben. Und das kann man nicht mit Regelungen lösen. Das sind wir einzelne Menschen, die das zeigen, wie das kann, wie das funktionieren kann, mit Beispielen, mit Experimenten. Ja. Okay, also es steht ja maßvoller Konsum, solidarische Ökonomie, Dezentralisierung. Vielleicht doch nochmals die Frage, wie kommen wir eigentlich an den Punkt, dass wir diese alteingesessenen Strukturen, vielleicht Kolonialisierung unserer Gehirne, dass eben die Stromkonzerne zentral organisiert sind. Deshalb machen sie ja auch Gasgroßkraftwerke, also als Lösung für die Probleme. Wie kommen wir eigentlich zu einer dezentralen Lösung? Also wie kann man eigentlich diese Macht knacken? Vielleicht an alle, oder? Also wir haben diese Beispiele heute schon gehört, oder? Wir machen das in unserer Nachbarschaft, wir machen das in unserem engen Freundeskreis, wir machen das dort, wo das Vertrauen schon da ist. Und jetzt speziell im Fall für die Energiegenossenschaft haben wir das Problem, und das wäre dann eine Frage an deinen Herren hier gegenüber, es reicht nicht, wenn wir jetzt mit KEF das unterstützen, diesen Weg, sondern damit es wirklich weitergehen kann, brauchen wir im Beispiel Deutschland, brauchen wir noch eine Strommarktliberalisierung. Das bedeutet, jeder Konsument von Strom oder Verbraucher kann wählen, wo er seinen Strom beziehen will. Und wenn ich wählen kann, dann kann ich wählen, ja, mein Bauer um die Ecke, der macht sauberen Strom, ich will von ihm den Strom beziehen. Und das können wir hier in der Schweiz nicht, und das fehlt in der politischen Debatte. Beide Herren von mir gegenüber, fehlt das. Okay, Bastian Giraud ist angesprochen. Also vielleicht zuerst zum Dezentral. Es ist klar, dass mit der Energiewende in der Schweiz werden wir mehr Dezentral haben. Aber irgendwann gibt es dann auch eine Vergabelung, wo nur noch Dezentral weniger ökologisch ist als noch etwas zentrale Strukturen. Wieso? In der Schweiz haben wir im Winter einen viel höheren Konsum und in der Winter viel weniger Strom. Das heißt, wenn wir mit Solaranlagen auf dem Dach arbeiten, dann haben wir wirklich das Problem, dass wir den Selbstversorgungsgrad, das haben wir angeschaut, dass den Selbstversorgungsgrad nicht wirklich über 50, sogar mit Demand Response, also Veränderung der Nachfrage, nicht über 50% kommt. Das heißt, dass den Rest für im Winter dezentral würde bedeuten, und das macht mir etwas Sorgen, weil das wie Leuthardt, das ist WKK. WKK sind ja gut grundsätzlich, aber wenn man die langfristig nicht mit Bioenergie nachhaltiger, also das heißt aus Abfällen versorgen kann, und dieses Potenzial ist beschränkt, müssen wir ausweichen
auf Gas. Klar, wir können dann Richtung Power to Gas, aber Gas, aber das wird dann sehr teuer. Darum ist dann auch die Windenergie wichtig, aber die Windenergie ist ja schon nicht mehr ganz dezentral, oder? Die Windenergie, würde ich sagen, ist so semi-zentral. Von dem her, also die, ich denke, wir sind uns einig für die nächsten 10, 20 Jahre, aber dann wird irgendwann mal, wird man sagen, okay, etwas zentral muss es trotzdem bleiben, weil sonst brauchen wir all diese Elektro. Okay, Bernhard. Also ich würde sagen, was glaube ich klar ist, es gibt in der Energiezukunft nicht nur ganz schwarz-weiß, es gibt nicht nur ein Entweder-Oder, es gibt nicht ein 100% Ersatz der heute extrem zentralen Strukturen durch komplett dezentrale Strukturen. Das wäre, glaube ich, eine Illusion, würde ich sagen. Also da würde ich eigentlich Bastian zustimmen. Und es geht darum, die Energiewende Schritt für Schritt zu machen. Das heißt, vor allem jetzt im Strombereich die Stromzukunft Schritt für Schritt zu gestalten. Und da gehört es eben auch dazu, und das ist für uns so ein wahnsinnig zentraler Punkt, den Stromkonsum von der Menge her zu reduzieren. Und wenn man da ein Beispiel anführen will, weil jetzt Bastian Giro eben zum Beispiel die unterschiedlichen Konsumstrukturen zwischen Sommer- und Winterhalbjahr angesprochen hat, dann ist es so, dass wir heute in der Schweiz nach wie vor noch sehr viele Elektroheizungen haben. Das ist etwas vom ineffizientesten, was man sich vorstellen kann, mit Strom Wärme zu erzeugen. Und hier braucht es einen ganz klaren Ausstiegspfad, es braucht ein Verbot aus unserer Sicht. Das heißt, es gibt gewisse Bereiche, wo man auch mit Verboten arbeiten muss, damit man das Ziel erreicht. Und zum Beispiel jetzt in der Vernehmlassungsvorlage für die Energiestrategie 2050, die jetzt bei Parteien, Verbänden, Kantonen zur Stellungnahme liegt, da ist kein definitives Verbotsdatum festgelegt für Elektroheizungen. Und da könnte man eben dann schon, das ist einfach ein Beispiel, könnte man schon die unterschiedlichen Konsumstrukturen Sommer, Winter, könnte man hier schon entschärfen. Und dann kommen andere Elemente dazu. Das ist so, dass im Sommer selbstverständlich die Solarenergieproduktion, die Solarstromproduktion viel höher ist, aber im Winter, das weiß man inzwischen aus Deutschland, das weiß man aus anderen Ländern, die hohe Windstromproduktionszahlen haben, im Winter ist die Windkraft diejenige, die dann ein Stück weit Solarenergie ersetzen kann. Das einfach nur als Beispiele dafür. Okay, jetzt möchte ich noch ein neues Thema aufgreifen, oder besser gesagt ein Thema, das jetzt in diesen Räumen schon ein paar Mal thematisiert wurde. Unser Geldsystem erzeugt einen Wachstumszwang und jetzt gleichzeitig müssen wir reduzieren, oder? Ihr drei habt gesagt, wir müssen weniger verbrauchen. Was hat das Geldsystem damit zu tun, oder warum? Zum Beispiel die Grünen thematisieren das nicht. Also wir haben zwei Szenarien entwickelt für die Energiewende. Eines heißt Energiereform, das geht von steigendem Stromverbrauch aus, aber man erreicht den Ausstieg, man erreicht auch die Klimaschutzziele. Und wir haben ein zweites Szenario, das heißt Kurswechsel. Und in diesem Szenario gehen wir auch davon aus, dass eine selektive Wachstumsstrategie, also es muss nicht alles wachsen, dass mehr und deshalb auch weniger Wirtschaftswachstum und weniger Zunahme auch des Stromverbrauchs. Also es ist nicht so, dass wir das nicht thematisieren. Was wir einfach sehen müssen, ist beim Energiesektor die zentrale Herausforderung, die wir jetzt haben, und da hätten wir ein Problem, wenn wir gleichzeitig schon mit der Décroissance beginnen. Da müssen wir noch etwas warten, und zwar bis wir nämlich den Energieumbau gemacht haben, weil das benötigt massiv Investitionen. Es kommt ja noch dazu, dass bei den Erneuerbaren die Investitionen alle am Anfang anfallen, während bei Gaskraftwerken und so weiter ist das über 20, 30 Jahren. Und von dem her brauchen wir jetzt vor allem viel Investitionen, und deshalb ist auch zu unterscheiden, ob man jetzt Geld braucht für Konsum oder für die Investition in eine grüne Wirtschaft. Und wenn natürlich wie in Deutschland, da nehmen die Strompreise zu, gut, man kann klagen drüber, aber es führt natürlich auch zu einer
das ist eine Art Décroissance im Konsum, die jetzt eigentlich in Deutschland stattfindet, indem dass die Leute sich mehr Geld ausgeben für Erneuerbare. Und da vielleicht gerade mein Punkt zur Liberalisierung. Ich sehe aus eurer Sicht den Vorteil der Liberalisierung schon. Nur, es denken nicht alle so, oder? Es gibt natürlich nach alle anderen, wo die Gefahr besteht, dass sie sich einfach das Billigste aussuchen. Und schlussendlich unter den Umweltfolgen leiden alle. Und deshalb, denke ich, müsste es eigentlich schon so sein, wie das auch mit der Kraft sehr gut ist, dass wir eigentlich die Kosten der Erneuerbaren eigentlich auf alle Stromkonsumenten abwälzen. Und eigentlich müssen alle Stromkonsumenten nur noch erneuerbar machen. Innerhalb des Erneuerbaren könnte man ja dann diese Liberalisierung machen. Also gerne, Basna, knüpfe ich hier an. Das Problem ist ja, wer tätigt diese Investitionen? Und jetzt einmal vielleicht ein Beispiel, jemand hat dieses Geld und hat auch eine gute, seriöse Anlage für dieses Geld, weil es sind 25 Jahre, die man Garantie auf solchen Photovoltaik-Panels hat. Also wo kriege ich schon 25 Jahre Garantie, dass ich das Geld wieder zurückbekomme? Jetzt werden diese Investitionen getätigt. KEF, also der Staat, wir bezahlen diese Menschen, dass sie die Differenz zum Normalstrom wird ihnen ausgezahlt und die sacken das ein, ja, haben eine tolle Investition getätigt, kommen schöne Rendite über, aber am Schluss kaufen sie dann den Atomstrom mit diesem Geld, der weiterhin produziert wird. Also wo ist hier genau das einzige Element, das ich hier sehen kann, ist dieser Wachstumszwang, und zwar in die eigene Tasche, oder dass ich eine nette Investition tätige und am Schluss will ich einfach so und so viele Prozent Rendite haben. Und bevor ich diesen Schritt gehe, müsste es doch heißen, ja, ich tue diesen Schritt, ja, genau, Kreislaufwirtschaft, ich tue das für die Natur, für die Umwelt. Und ich habe keine Rendite am Schluss, aber ich habe meinen Strom selber produziert und das könnte doch schon genug sein. Okay, also ja. Ich verstehe die Argumentation, aber ich würde wirklich hochgradig warnen davor, das Heil in einer Liberalisierung zu sehen. Nicht nur, weil wir die Erfahrung aus anderen Bereichen der Wirtschaft haben, dass eine Liberalisierung eben schlussendlich zu mehr Konsum, zu mehr Ungerechtigkeit, zu mehr Ungleichgewicht und zu Crashs und so weiter führt. Bei der Energiewende schlussendlich geht es darum, klare Rahmenbedingungen zu setzen, als erstes einmal. Und es geht darum, schon mit ökonomischen Elementen zu spielen, aber die muss der Staat festlegen. Also wie ich vorher mit den Beispielen gebracht habe, eine Lenkungsabgabe, und die muss hoch sein, weil es ist uns allen, glaube ich, klar, Energie ist heute als erster Problempunkt einmal viel, 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 viel zu billig. Es macht in unserem Portemonnaie nichts aus. Und erst wenn Energie teurer wird, und zwar nicht nur Strom, sondern generell sämtliche Energieformen und auch nicht nur, das finde ich noch wesentlich, nicht nur die nicht erneuerbare Energie, sondern die gesamte Energie. Es darf dann nicht so sein, dass eine Lenkungsabgabe nur auf den nicht erneuerbaren Energieträgern erhoben wird, sondern eben auf alle Energieformen, weil wir ja, und da kommt wieder das Stichwort Suffizienz und 2000 Watt Gesellschaft herein, wir müssen insgesamt mit dem Konsum runterkommen und das kann nur der Preis und das kann nur eine staatliche Regelung machen. Wenn wir den Markt ganz freigeben, dann wird ein kleiner Teil, nämlich die Personen, die Menschen, die bewusst sind und Bewusstsein haben, die werden dann entsprechend erneuerbaren Strom konsumieren, die werden vielleicht den Stromanbieter wechseln, aber das ist ein Anteil von 10-20% der Konsumenten und Konsumentinnen. Okay. Und wir wollen 100% erneuerbar. Okay, besten Dank. Ich möchte nun alle erneuerbaren Energien abschöpfen und möchte die Fragen ins Publikum geben. Wer möchte? Da hinten bitte. Ich habe eine Frage bezüglich der Regulierungen. Also ich glaube, dass die Regulierungen und also Steuerungen über Bestrafungen etc., dass das schon wirkt. Also, aber viel besser ist es sozusagen an der Motivation anzusetzen. Beispiel beim Strom. Ich weiß niemand, der wirklich weiß, was er überhaupt für seinen Strom bezahlen muss. Ich kriege so Kontorechnungen und dann irgendwann mal eine Differenzrechnung
Und ich, selbst wenn ich wollte, ich hätte gar keine Möglichkeiten. Ich weiß aber, dass es Spaß machen würde und ganz toll wäre, wenn man mit dem, wie mit dem Versuch jetzt in Zürich, mit dem Smart Metering, wirklich wüsste, Transparenz, was verbrauche ich. Bei Autos desgleichen, zum Beispiel 10 Jahre habe ich einen Lupo gefahren, der ist überhaupt nicht angekommen bei den Leuten, er hat 2,8 Liter gebraucht pro 100 Kilometer. Seit ab 1999. Der hat so eine Anzeige, da hat man immer gerade gesehen, wie viel man braucht. Oder? Und das macht irgendwie Spaß, wenn man sagt, ah, statt 3,2 habe ich jetzt 2,8 gebraucht. Und es gibt jetzt immer mehr Wagen, die das auch haben, und damit kann es ein Sport werden. Also, wir möchten dem, was ich am Nachmittag gesagt habe, ansetzen. Ich glaube, wenn es irgendwie sozusagen Sparen trennt, die würde. Okay, oder? Ja. Toll. Aber dann muss ich die Mittel dazu haben. Und die habe ich nicht, die müsste die Politik, aber irgendwie, da müsste man nachhelfen. Also wie kommen wir dazu, dass Sparen Spaß macht, trendig ist, sexy ist? Also ich möchte da anknüpfen und auch vielleicht die Diskussion, die wir auch da noch geführt haben, soll man jetzt, ist es jetzt richtig, dass die KEF Leute, welche eine Solaranlage installieren, belohnt. Weil ich denke, das ist eine sehr wichtige und entscheidende Diskussion, welche wir auch bei anderen Debatten über die Transformation der Gesellschaft und der Wirtschaft führen. Ist es richtig, dass, wenn man etwas Gutes macht, in Erneuerbare investiert, dass man dafür Geld bekommt? Und ich denke, mit der Freiwilligkeit werden wir einfach nie weit kommen und wir müssen da irgendwie den Teufel etwas vor den Flug spannen. Wir dürfen auch kein falsches Menschenbild haben, weil sonst schaffen wir es nie, die Wirtschaft zu verändern. Der Mensch ist nun mal so, dass er auch an Geld interessiert ist. Und man kann von einem Rentner nicht erwarten, dass er selbstlos eine Solaranlage aufs Dach stellt und irgendwie da massiv Geld verliert. Wenn man hingegen dem Rentner sagt, er bekomme 2-3%, dann macht er das. Klar, er macht es auch wegen der Rendite, aber im Endeffekt bringt das der Gesellschaft trotzdem viel mehr, als wenn wir ein System haben, wo nur ganz wenige Leute mitmachen. Von dem her, wir müssen den Teufel vor den Flug spannen, wir müssen ein System haben, und das gilt auch für das Sparen, welches Anreize schafft, dass damit alle mitmachen, nicht nur wir hier in diesem Raum. Und da ist das KEF-Instrument ist sehr effektiv. Und ich bin eigentlich erstaunt, dass du das kritisiert hast. Ich kritisiere das überhaupt nicht. Es ist einfach nicht das einzige Element. Oder wir sehen das gut in Deutschland. In Deutschland gibt es eine ähnliche Regelung wie KEF, oder? Aber zudem gibt es noch die Strommarktliberalisierung. Und hier kann natürlich das Element Spaß gut reinkommen. Wenn ich weiß, ja, über den Mittag kann ich bei den Stromrebellen den Strom für sage und schreibe 0,745 Rappen beziehen, dann würde ich meine Waschmaschine genau dann einstellen und bei diesen jungen Menschen den Strom beziehen. Aber jetzt ist es in der Schweiz so, dass ich den Strom immer zum gleichen Preis habe. Ich habe ihn. Was gibt es da für ein Spaßelement? Also vielleicht aber das ist als ja Antwort das, auf das Publikum. Also um das zu lösen, braucht es ja nicht eine Liberalisierung. Das könnte man ja auch anders lösen. Das kann auch ein Stromanbieter kann nämlich solche unterschiedlichen Strukturen. Aber sie sind nicht dazu motiviert. Ja, das, aber das könnte man machen, wenn man eine staatliche Regelung für unterschiedliche Zeiten, unterschiedliche Konsumspitzen einführen würde. Das okay, Super, wir haben noch weitere Fragen. Hier bitte. Zuerst hinten. Ein kurzes Gedankenspiel und eine Frage dazu. Man hört ja von diesem möglichen Sonnensturm, der nach 11 Jahren jetzt überfällig ist und also zum Beispiel auch in den Massenmedien von Michio Kaku zum Beispiel. Die NASA hätte sich geirrt, nein, er wird wahrscheinlich doch sehr heftig ausfallen und bei all diesen Satelliten und dieser vielen Elektronik, die wir haben, könnte das verheerend sein. Das heißt, hättet ihr ein mögliches Übergangsszenario, wenn jetzt tatsächlich sehr viel von diesem Power Grid, von diesem gesamten globalen Stromnetz ausfallen würde und man könnte das nicht von heute auf morgen reparieren, also viele Trafos, die verbrennen würden, das heißt, es wäre einfach schwarz für Monate bis Jahre, gibt es da einen Übergangsplan? Weil die Konzepte, die jetzt besprochen werden, sind ja langfristig sehr wichtig und interessant, aber was, wenn wir jetzt
zum Beispiel in einigen Monaten, wenn so etwas passiert, ein Sonnensturm, was tun wir dann? Gibt es da Energiekonzepte für den Übergang? Das ist mir nicht bekannt, aber ich glaube auch nicht an solche Prognosen. Entschuldigung. Ich glaube an die Kreativität der Menschheit, wenn der Zeitpunkt da ist. Ja, also der Strom ist ja vor allem wichtig für das tägliche Leben, für die Wirtschaft, damit sie funktioniert und so weiter. Aber wir könnten auch mal ein paar Wochen ohne Strom auskommen, würden wegen dem nicht sterben. Also ich glaube auch nicht an die Prognosen, aber wenn es eintreffen würde, man kann mit dem umgehen. Es wäre ein Lebensstandard, wie wir ihn vor 100 Jahren hatten. Okay, besten Dank. Bitte. Also ich spreche jetzt als Laien. Also die Idee ist auch nicht von mir, sondern von diesem Mann. Jedenfalls, er hat mir das erklärt und er sagt jetzt, er sagt es nicht, weil es zu viel zusammengeht, aber ich finde die Idee trotzdem erwähnenswert. China produziert sehr billige Solarpanels, die könnten quasi den Markt dumpen. Die Schweiz hat zu viel Geld. Du musst den Kurs zu tief halten, damit der Franken Euro, also mit dem Euro angepasst bleibt. Die Schweiz könnte beispielsweise den Franken verdünnen, indem sie sehr viele von diesen chinesischen Panels kaufen würde, Solarpanels, und dann gleich weiter verschenken würde nach zum Beispiel Marokko, in die Wüste. Und dort, ich weiß nicht, wie dieses Projekt heißt, es wird sicher bei euch besprochen, wo diese große Solarpark quasi eingerichtet werden könnte und dann der Strom transportiert werden könnte, dorthin, wo er gerade gebraucht wird. Und solche Panel-Parks könnten auch an anderen Orten entstehen. Was haltet ihr von dieser Idee? Okay, ja, zwei Gedanken dazu. Also ich finde die Idee an für sich hat einen gewissen Charme, sie ist kreativ. Ich finde sie vor allem aus dem Gesichtspunkt spannend, dass die Schweiz etwas kauft und dann verschenkt, weil das finde ich jetzt das ganz, ganz Tolles, weil wir haben ja total zu viel, von allem haben wir zu viel, wir haben zu viel Geld, wir haben zu viel Waren, wir haben zu viel Energiekonsum. Diesen Aspekt sofort unterstützenswürdig, sofort irgendwie versuchen zu realisieren. Ja, nee, das meine ich wirklich im Ernst, finde ich richtig gut. Der zweite Aspekt, Solarstrom in der Wüste zu produzieren und dann zu uns zu transportieren, da habe ich relativ große Mühe damit. Aus zwei Punkten. Der eine Punkt ist, weil wir dann in den zentralen Produktionsstrukturen verhaftet bleiben. Ne? Also das heißt, heute haben wir Großkraftwerke zentral und transportieren den Strom weit und das wäre genau das Gleiche. Riesenlange Leitungen, riesengroße Solarkraftwerke. Und das Zweite wäre, finde es doch problematisch, rein aus dem Gerechtigkeitsgedanken, aus dem Kolonialgedanken heraus, wieder etwas zu produzieren in Entwicklungsländern, wo wir dann im Norden dann wieder ausschließlich davon profitieren. Und das natürlich so ist, ich meine, die Konzepte werden heute durchgedacht, das sind ja hauptsächlich westliche Firmen, das ist Siemens, es ist ABB und so weiter, die sind diejenigen, die da die Konzepte sich ausdenken und die das dann, falls das jemals so weit kommt, solche Solarkraftwerke in Nordafrika realisieren würden. Und das halte ich ein Verhaftetbleiben in jetzigen Machtstrukturen und das finde ich, das müssen wir auch überwinden unbedingt. Also ich sehe auch diese Komponente, die Bernhard anspricht, als gefährlich. Ich könnte das Gedankenspiel gerne weiterführen, wenn wir die Ethikkomponente noch einbeziehen wollen. Wir wissen nicht, wie diese Panels produziert werden, unter welchen Arbeitsbedingungen und so weiter. Wir wissen es vielleicht ein bisschen, wenn wir die ganze Debatte mit den iPhones und so weiter anschauen. Daher, wieso gehen wir nicht nach Spanien, Portugal und Griechenland? Ja. Also vielleicht nur zur Wüste. Es ist einfach wichtig zu wissen, dass wir eigentlich in der Schweiz
besser aufgestellt sind für Solarstrom als in der Wüste. Weil das Problem der Schwankung des Solarstroms können wir in der Schweiz ideal ausgleichen mit unserer Wasserkraft, weil wir die flexibel machen können. Und das ist in der Wüste viel schwieriger. Aber was ich nicht einverstanden bin, ist, also man, in der Wüste würde man ja nicht Panels aufstellen, sondern diese konzentrierte Solarwärme verwenden, oder? Und diese hat den Vorteil, dass sie länger produziert, also konstanter produziert. Und es ist nicht so, dass das eine Ausnutzung dieser Länder ist. Wenn Siemens dorthin gehen und auch die Firmen, dann hat das auch einen Austausch. Also ich habe ein Projekt genauer angeschaut. Das ist nicht so. Klar, man kann es so und so machen, aber auch dort ist Fairtrade möglich. Also, und da habe ich auch, also ich finde ja, dass Autonomie und so ist auch ist schon gut. Aber schlussendlich ist der Austausch zwischen den Ländern auch etwas Gutes und Handel kann auch gut sein, wenn er fair ist. Wenn er fair ist, ja. Okay, wir haben noch eine letzte Frage. Wer? Ich habe eine Frage an Herrn Piller von der Energiestiftung, anknüpfend an das Bild von diesen 6,4 mal Mühleberg, wenn man alle Geräte effizienter machen würde. Gibt es Berechnungen und Überlegungen, was es an Energie und Ressourcen kostet, alle diese Geräte herzustellen, die dann so viel effizienter sind? Und in welchem Verhältnis stehen die dann zu der schlussendlichen Einsparung? Das wurde eingerechnet. Also diese Berechnung, ein Drittel des Stromkonsums mit effizienten Geräten, die heute verfügbar sind, also das Best Technology, die heute verfügbar ist, die wurde von SAFE berechnet. SAFE ist die Schweizerische Agentur für Energieeffizienz. Und die haben ein Berechnungsmodell gerechnet, das mit dem heutigen Ersatzzyklus rechnet. Das heißt, Geräte nicht von heute auf morgen ersetzen, sondern im Ersatzzyklus, wenn die Geräte eh kaputt gehen oder entsprechend veraltet sind, wie sie heute schon, also das ist ja gerechnet bis zum Jahre 2035. Insofern ist das wirklich die reale Einsparung, was natürlich schon eingerechnet ist, aber man muss fairerweise, muss man etwas dazu anfügen. Wir haben natürlich ein Bilanzdefizit heute, weil die 6300 Watt Gesellschaft, in der wir heute in der Schweiz leben, die ist an der Landesgrenze, macht diese Berechnung halt. Und wir konsumieren natürlich viele Produkte, nicht nur Energie, also Bastian hat das schon angedeutet, nämlich die ganzen fossilen Energien und auch Uran, sondern eben auch industrielle Güter, die im Ausland produziert wurden, im Ausland entsprechend Ressourcen und Energie verbrauchen, und die sind bei uns in der Bilanz nicht drin. Also wir konsumieren heute, in der Schweiz sind wir eigentlich eine 10.000 bis 11.000 Watt Gesellschaft, weil die ganze Energie heute in der Bilanz schon nicht drin ist, aber das ist in Zukunft eben auch nicht so. Und das ist eigentlich etwas, also die gesamte graue Energie, das muss man in Zukunft rechnen. Das ist nicht korrekt eigentlich. Okay, ich muss hier leider abbrechen. Es ist eine spannende Diskussion. Wir könnten jetzt noch Tage weiter diskutieren. Es gibt Fragen, welche Anreize sollen wir machen. Es kommt auch wieder die Frage des Menschenbilds. Bernhard Piller hat 6 Tugenden genannt, was wir tun sollten, um den Energieverbrauch zu senken und so weiter. Es gibt wir wissen eigentlich, was zu tun ist, und gleichzeitig ist es ganz schwierig, das von 11.000 Watt auf 2.000 Watt runterzubringen. Aber wir machen ja hier einen Anfang, und ich danke herzlich für alle auf dem Podium, und wir machen eine Pause. Genau.